Polizei rutscht, der LKW kippt. Die Rettungskräfte kommen kaum hinterher, beispielsweise zu diesem LKW in Brandenburg. Auf spiegelglatter Straße war der heute Nacht mit Lebensmitteln beladen unterwegs, als er plötzlich die Bodenhaftung verliert und in diesem Graben landet. Im Landkreis ist es derzeit sehr glatt. Wir hatten ja heute früh schon Blitzeis. Es wurde ja auch gewarnt durch den Wetterdienst, dass Wetterunbilden kommen. Und dementsprechend nieselt es jetzt derzeit immer noch und wir haben den ganzen Abend schon Eisglätte. Der Fahrer hat Glück und bleibt unverletzt. Glück auf eisglatter Straße hat auch dieser LKW-Fahrer. Mit seinen 25.000 Litern Milch kommt er plötzlich ins Rutschen und rettet sich mit einem Sprung aus dem Laster. In letzter Sekunde. Ich habe in den Spiegel geguckt, habe gesehen, der LKW, der steht noch. Der Hänger steht auf Kippe. Ich bin nur aus dem LKW rausgesprungen, weil ich Angst hatte. Ich habe meinen ganzen Körper gezittert. Der Fahrer unverletzt, aber frustriert. Aber das ist auch krass, der Winterdienst, der fährt vorbei hier. Und wird durch die Streue. Der Unfall war um 0.35 Uhr. Wir haben jetzt schon Stunden verbracht und immer noch keinen Winterdienst hier. Das ist ein Hammer, ist das, was hier passiert. Eisalarm vor allem im Osten und Norden der Republik. LKW- und PKW-Fahrer verunglücken im Minutentakt. So viele Notrufe an einem Tag hat es lange nicht gegeben. In diesen Kletteunfall in Schleswig-Holstein werden gleich 7 Fahrzeuge verwickelt. Für 2 Personen können die Rettungskräfte nichts mehr tun. Nieselregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt machen die Fahrbahn hier bei Niendorf an der Ostsee zu einer Rutschbahn, bei der schnell alle Verkehrsteilnehmer kapitulieren müssen. In Sachsen-Anhalt verliert ein Bus den Halt auf dieser Landstraße. Und naja, das Resultat sehen Sie ja. Endstation. Der Bus war zum Glück nicht, es waren nur 2 Fahrgäste drin, die wurden dann noch abgeholt. Ein Traktor hat große Mühe, den Bus aus seiner Schieflage zu befreien. Auch für die Fahrer alles nicht so einfach zurzeit. Ist schon schwierig für die Busfahrer, das einzuschätzen, ob man fahren kann oder ob man stehen bleibt am besten. Jetzt also ist er doch noch da, der Winter. Wenn auch alles andere als romantisch weiß. Und so geht's weiter. Diese Wetterlage wird auf jeden Fall jetzt bis zum Wochenende bleiben. Ab dem Wochenende könnte dann von Westen wieder ein Tief kommen mit milderer Luft und mit Wind. Und das muss man aber erstmal abwarten, wie sich das durchsetzt. Also nachts wird es zum Teil im Nordosten, wo es ohnehin schon am kältesten ist, sehr kalt. Da kann es auch mal bis 15 Grad, minus 15 Grad kalt werden. Im Westen zum Teil leichter Frost, aber eben nicht so stark wie im Nordosten. Eine Entspannung der Wetterlage ist also kommende Nacht zumindest noch nicht in Sicht.